Volkswagen zeigt sich auf der Abenteuer-Allrad 2018 wieder mal als Vorreiter aus dem Kreise der Automobilhersteller. Mit eigener großer Zeltfläche und erweitertem Engagement im Offroad-Bereich lässt der Konzern seine Exponate nicht nur ansehen, sondern auch erfahren. Geschickt nimmt Volkswagen seine Fernreisegene wieder auf, die er in den 60er und 70er Jahren durch den unverwüstlichen T2 und T3 erworben hat. Diese hat damals, glaube ich, keinen Flecken dieser Welt unerfahren gelassen. Mittlerweile ist natürlich das Portfolio vom hochgelegten Caddy bis hin zum Cycle-Crafter wesentlich umfangreicher. Volkswagen bietet damit leichte Freizeitfahrzeuge mit Schlechtwegepaket bis hin zum robusten Montageuntersatz für den Tagebau oder sonstige Erkundungsfahrten in unwegsamem Gebiet. Auf der Ausstellungsfläche im Zelt lag der Schwerpunkt auf dem breit variierenden Programm an Ausstattungsmöglichkeiten. Hier gab es vom ausgebauten Kasten über Absetzlösungen für die Amarok-Pritsche bis hin zur Hochdachvariante mit Vier-Motion-Antrieb alles, was Herz und Geldbeutel hergeben.